Also dieses Kind ist schmerzfrei. Das denkt sich, ich bin hier am Spielen, was kommt denn da den Gang entlang, ist mir doch egal. Ich bewege mich gar nicht. Doch jetzt hat es gemerkt, oh, vielleicht sollte ich mich doch mal bewegen. Oh, ich bin schneller als ein Dämon. Aber nicht auf der Treppe. Warum kämpfen jetzt Milka und Stonker? Also ich wollte gerade sagen. Ich habe gerade ein bisschen so eine kleine gewisse Grundpanik gekriegt, weil irgendwas im Treppenhaus kämpfen, irgendwas am Kämpfen ist und es könnte ja auch woanders sein können als hier. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Also, dieses Vieh hat hier alle jetzt getötet. Hier oben sitzt jetzt noch ein Zwerg, der schläft. Deswegen hat das Monster ihn nicht gehört. Der Zwerg schläft hier nämlich. Das hört keiner. Da oben schläft ein total gestresstes Zwergenkind, schläft hier oben. Es wurde erlöst. Ist jetzt tot. Das heißt, wir packen noch mal 5 drauf. Und dann haben wir alle von den Dämonen getöteten heute drauf. Ne? Ja, das passt dann so. Eigenschaften so. 143 tot. Es läuft heute. Super. So. Kann es jetzt hier was kaputt machen? Also es steht jetzt erstmal hier. Moment. Bewegt euch. Nein. Und Angst gekriegt. Es bewegt sich. Es hat sich hier angestellt. Es hat sich hier eine. An die Schießscharten gestellt. Bitte kriegst du nicht kaputt. Bitte nicht. Bitte nicht kaputt kriegen. Das wäre unser Untergang. Wir haben unsere Festung nicht vorbereitet. Wir haben hier unten nichts, was wir aufhalten könnte. Wir brauchen hier eine Notfallbrücke. So, aber bitte eine Notfallbrücke. Hier aus Granit, genau. Wollen wir kurz jemanden mit Nebel hier nehmen? Das ist unser Notgedöns hier. So, bisschen spät vielleicht. Kriegen wir eh nicht rechtzeitig fertig. Wenn es durchbricht, bricht es durch. Dann haben wir sowas von verloren. Ja, dann ist hier vorbei. Schon ein bisschen. Ja, die Kinder, da brauche ich mich nicht mehr. Das sind die im Gang. Ne? Ja, genau, die habe ich schon. So, was? So, es tut mir leid. Ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so die Lust auf Handeln. Die haben wir auch schon. Jetzt kommt das nächste Vieh. Blaue Flim. Oh. Da stehen sie hier. Denken sie, oh. Ich habe eine Kammer voller Dämonen. Jeder sollte eine Kammer. Hört auf, da so nah dran zu gehen. Ich habe immer Angst, dass ihr es kaputt kriegt. Warme Silber. Oh, die schmelzen das jetzt ein. Deswegen stellen sich die Flammendämonen jetzt daneben. Das wird tatsächlich warm, weil die Viecher hier. Die Leiche brennt jetzt auch schon, weil die Flammendämonen da rumlaufen. Wände. Nur das, ich glaube, die Wände schmelzen nicht, ne? Ich hoffe nicht. Das wäre cool, ja. Aber für diese Festung wäre es voll doof. Also, wir lernen ja immer was dazu, ne? Also, wie gesagt, in Classic war es so, gebaute Fortifications waren zerstörbar. In Stein geschlagene Fortifications waren nicht zerstörbar. In Classic war es aber nicht möglich, in gebaute Mauern Fortifications reinzuschneiden. Das haben wir hier aber gemacht. Jetzt ist halt die Frage, ist es dadurch eine gebaute Fortification kaputtbar oder nicht? So, jetzt haben wir hier unsere Markstwarfs. Die haben hier voll Bock, aber nicht darauf zu schießen, wie es aussieht. Könnt ihr euch hier ein bisschen näher stationieren, so da so? Dass ihr die vielleicht seht da drin. Ja! Könnt ihr euch lieber da hinten hinstellen?
Der Kiminidia-Captain steht hier. Ja, ich bin schwer am Bluten. Alter, es brennt. Oh, war keine gute Idee, Leute. War keine gute Idee. Okay, alle wieder zurück. Feierabend. Lass die Kollegen hier wegbrennen, die beiden. Sind ja auch so doof und gehen dann nachher dran. Mensch. Wie kommt man denn da drauf? Brauchen einen neuen Anführer. Da denke sich auch, Alter, warum hat der Chef uns jetzt da hingeschickt? Wir haben drei verloren. Und die Musik hier noch. Klingt auch nicht sehr viel motivierender. So. Okay, wir wissen, Feuerspuckreichweite ungefähr 10 Felder. So. Und wir tun schon mal was hier für die drei Toten hier. Lass mal schon mal sagen, okay. Wir stellen also fest, die Fortifications helfen eher dem Feind als mir. Jetzt stehen die da und freuen sich. Hm, vielleicht kommt noch mal was. Kommt noch mehr eigentlich? Ja, es ist noch was auf dem Weg zumindest. Ich weiß halt nicht, wo der Rest hin ist, ne? Die Hälfte ist den anderen, oder mehr als die Hälfte, ein sehr großer Teil ist den anderen Weg lang gegangen. Ich weiß nicht, wohin. Was die da wollen. So, kommt hier noch mehr? So, immerhin haben wir hier unten schon mal begrünt. Hier ist schon mal Matsch. Oh, und die Dämonen sind alle weg, ne? Ich weiß nicht, wo die hin sind. Die sind einfach in diesem Gang verschwunden und sind seitdem verschollen. Ich weiß aber nicht, wo die hin sind. Jetzt mal, also was gucke, die Liste ist auch sehr viel kürzer geworden. Es sind nur noch 2, 4, 6, 8, 10 Dämonen da. Die anderen, keine Ahnung, 50, 60 Stück sind weg. Die sind einfach weg. Denn man kommt nicht runter. Ich fände es cool, aber man kommt halt nicht runter. Weil es gibt hier halt kein... Ah, das sind noch welche. Aber auch die sind wieder auf dem Weg zu diesem Loch. Oder nee. Hä? Weiß nicht, wo die alle hinwollen. Also hier unten ist was los. Es gibt eindeutig noch einen dritten Schacht. Es kann nicht nur die beiden geben, es muss noch einen dritten geben. Und nur ein sehr geringer Bruchteil ist in den Schacht gegangen, den wir freigegraben haben. Der Rest ist in die anderen rein. So, wir haben doch hier die Rampe jetzt, ne? Genau, die haben wir jetzt. Und hier unser Holztreppenhaus, genau. Wir ignorieren die Hölle einfach erstmal. Und sagen jetzt. Ja, aus Gold geht das nicht. Dann müssen wir doch Silber nehmen, weil davon haben wir mehr. So. Machen wir erstmal. So. Wir machen jetzt hier ein Dach drauf. Wir machen auch da dann ein Dach drauf. Auch aus Silber, ne? Machen wir es einheitlich. Einheitliches Dach. So.
Warum wirst du jetzt ignoriert? Ist ja nicht. Die einen, die wurden hier brutal weggebrezelt, aber er hier. Der kann jetzt so. Den jucken auch die Dämonen da drinnen nicht. Hä? Alle Zwerge. Einfach typische Zwerge. Alle möglichen Zwerge, wenn sie so ankommen und hier diese Silberbarren abholen, wahrscheinlich alle am liebsten von diesem Stapel hier. Guck mal, da kommen sie schon. Und jeder Zwerg, der mal versucht, hier so einen Silberbarren zu holen, die muss direkt Angst haben, verbrannt zu werden. Guck mal, das Silber ist hier sogar geschmolzen, ne? Es gibt die Silberbarren und das geschmolzene Silber durch die Hitze. Ich find's gut, dass nicht die Wand schmilzt. Wir hätten hier keine Fortifications reinbauen sollen. Jedenfalls nicht, wenn wir an das Silber möchten. Wie ist denn das jetzt? Eine Ballista, die ich da schießen lasse, die schießt nicht hier durch, oder? Wir brauchen Ballista-Parts. Ich brauche eindeutig Ballista, weil wir werden gucken, ob wir mit Ballisten hier reinschießen können. Nur mal zum Testen. Also auch auf Entfernung, aber auf Entfernung durch die Fortification schießen können. Die Marx-Warfs hier oben haben nicht reagiert. Kann natürlich auch sein, da tragen die überhaupt ihre Ausrüstung. Was machen denn die Marx-Warfs hier unten? Da. Items. Du hast 25 Bolzen. Und bist entweder voller Blut oder voller Tränen. Ich würde mal sagen Blut. Weil es nicht dein Blut ist, sondern von jemand anderem. Okay. Unsere Zwerge, bedeckt mit dem Blut ihrer gefallenen Kameraden, sind hier unten und können zumindest kämpfen. Irgendeine Katze ist tot. Wir wollen eine Quarz-Zwarfs-Gilde, soll vergrößert werden. Ich glaube, wir haben größere Probleme. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die aktuellen Probleme in dieser Festung sind ein bisschen größer. Aber unsere Wasserdecke sieht schön aus. So. Während wir darauf warten, werden hier nach und nach Bodenfliesen gesetzt. Damit das überhaupt funktioniert, darf das hier gar nicht verboten sein. Das hier unten auch nicht. Und das heißt, wir müssen das hier so. Tack. Wir sind eben zu hoch, deswegen funktioniert das nicht. So, wer ist hier jetzt schon wieder gestorben? Ach nein, wir vermissen ein paar Leute. Ich verstehe auch nicht, warum vermissen wir denn welche? Seltsam. So. Die Zwerge, sie sind auch wirklich. Es ist denen egal. Wir hören hier die ganzen Dämonen hier hinter, die schreien hier und fluchen und. Oder was auch immer Dämonen so machen. Man hört die relativ selten. Ne, da machen die auch. Da drehen die auch ganz normal und sagen: Mensch, komm mal näher. Ich will dir fressen. Und es hat gerade Blips gemacht. Aber okay, die gucken ja schon so böse durch. Ich traue denen nicht. Wer kämpft jetzt hier? Ihr kämpft irgendwie, ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch gegenseitig im Treppenhaus auch wieder die Schädel einzuschlagen. Das kennen wir ja. Und wir haben schon eine Leiche, haben wir hier draußen rumliegen. Ja, noch eine zweite Leiche von so einem dieser komischen Dämonenviecher haben. Das ist ja noch wieder was anderes, ne? Die nächste Frage ist, wie nett denken die jetzt über uns, dass wir deren Handel komplett ignorieren? Wir haben andere Probleme. So, irgendwo hier unten am Arsch der Welt. Guck mal, hier haben wir noch einen ganzen Raum frei. Guck mal, da können wir jetzt einfach einen Workshop bauen und da bauen wir jetzt eine. Was ist denn das? Siege. Ja. Machen wir das hier? Hier oben, wo das Holz ist, haben wir keinen Platz mehr dafür, ne? Nein. Machen wir es hier unten, ist ja egal. Blub. Das Granit. Baut den mal. Dann machen wir irgendwo ein kleines Teil hier hin, so blub. Akzeptieren. Das ist aber dann. Nein, ich wollte es nicht umbenennen. Hilfe.
Na. Parts. So. Custom. Und das ist dann Furniture. Oh. Kann ich nicht Parts suchen? Ballista-Parts. So. Ballista-Parts können hier rein. Dann brauche ich aber auch noch. Muss ich nicht generell mit Ballista-Arrowheads? Aus. Ne. Woraus ist mir. Egal. Es geht ja nicht nur um die beiden Typen. Die Qualität ist mir auch egal. Von mir aus auch aus Stein, wenn ihr irgendwann mal ein Steinding da habt. Und was brauche ich noch? Das andere ist unter Ammo, ne? Hier, auf hier steht aber doch Siege Ammo. Müssen wir nicht hier. Ballista Ammo Heads. Wo sind denn jetzt die. Ja, da ist es nämlich nicht. Arrow. Arrows, ja, die ja schon. Ja, ich brauche ja die Ballista-Sachen. Oh, hey. Siege Ammo. Gut, dann machen wir so. Die brauche soll ja nicht hier hin, ne? Nein. Aber die, nee. Also, die Heads kommen hier hin. So, fertig. Und dann gucken wir mal hier oben.